Hallo, herzlich willkommen bei Haus und Werkstatt 24. Heute mal ein kleiner Problemlöser, der G1000, der Generator von Weldinger. Der kleine Generator von Weldinger, der im Prinzip bis zu 1000 Watt Leistung hat, 800 Watt Dauerleistung, ein Inverter-Generator, das wird immer wieder gefragt von den Kunden, auch ist es wirklich ein Inverter, weil in der Größe hier kann man das kaum vorstellen. Ja, es ist ein Inverter-Generator, das bedeutet, er erzeugt eine wirklich saubere Sinuswelle. Das bedeutet auch, man kann mit diesem Ding zur Not einen Laptop betreiben, der geht nichts kaputt. Also Elektronikteile, Handys laden und dergleichen mehr. Also es gibt Leute, die nehmen den gerne mit, wenn sie auf irgendein Festival gehen, dass sie einfach mal sagen, wir haben, wenn wirklich mal Not am Mann ist, haben wir mal Strom. Der ist so leicht und handlich, der kann wirklich in der Ecke vom Auto stehen, der stört nicht. Es ist ein Zweitaktmotor, der im Prinzip so die Größe eines Motorsensenmotors hat. Also ich denke mal, der wird auch aus dieser Gegend irgendwann mal entwickelt worden sein. Das sind so Teile, die ich auch an unserem Motorsensen schon gefunden habe. Wir haben natürlich alle Ersatzteile auch da. Also der Inverter selber als Teil gibt es als Ersatzteil. Es gibt den Vergaser als Ersatzteil. Also alles wirklich, was auch mal kaputt gehen kann an so einem Teil, haben wir als Ersatzteil lieferbar. Und das ist natürlich für uns selbstverständlich, dass wir sagen, in 5 Jahren, wenn da wirklich mal jemand kommt und sagt, Mensch, hier ist mein Vergaser, hat das Zeitliche gesegnet, klar können wir sowas liefern. Also überhaupt kein Problem, Ersatzteilversorgung ist gesichert. Und jetzt kommen wir einfach mal zur Bedienung des Gerätes. Das Gerät ist wirklich sehr einfach zu bedienen, wie eine Motorsense auch einfach zu bedienen ist. Das bedeutet, wird einfach hier auf On geschaltet. Das ist, damit die Zündung überhaupt erstmal dort Strom bekommen könnte, wenn ich dann nachher starte. Wir haben des Weiteren hier hinten dran eine Schockfunktion, also einen Starter, einen Primer sozusagen. Der Primer ist hier unten drunter. Aber die Startfunktion bedeutet, ich muss den Hebel nach oben machen. Da steht Closed. Dabei wird im Prinzip die Luftzufuhr zugemacht. Das bedeutet, jetzt kriegt er ein fetteres Gemisch, wenn ich jetzt starte, damit er einfach besser starten kann. So, also wie gesagt, oben auf Close. Dann habe ich hier unten drunter, der ist wirklich ein bisschen schwierig angebracht. Wenn man wirklich hier dann nachher mal rein fotografiert, wenn wir mal das einblenden, da ist eine kleine Blase dran. Da muss man dann halt 2-3 Mal drücken, bis man einen Widerstand spürt. Wichtig ist nicht zu viel. Wir haben ihn ja schon einige Monate im Sortiment. Wenn wir sie zurückkriegen, also ich glaube, ich habe von den ganzen 500, 600 Geräten bis jetzt einen gehabt, der wirklich wo was kaputt war. Die anderen, wenn mal was zurückgekommen ist, weil die Kunden, die nicht gestartet gekriegt haben, war im normalen Fall nicht kaputt, sondern war abgesoffen, also einfach falsch gestartet. Einen kurzen Hinweis vielleicht noch zur Fehlerbeseitigung. Wie gesagt, wir hatten bisher fast ausschließlich Fälle, wo das Teil abgesoffen war. Das bedeutet wirklich, da muss man dann den, muss mal gucken, wo der ist hier. Wo haben wir denn unseren? Also auf jeden Fall kann man den Luftfilter hier mal gucken, ob der da Probleme sind, aber eigentlich passt das immer. Ansonsten haben wir hier, wie gesagt, den Zündkerzenstecker, der wird einfach rausgezogen. Dann haben wir einen Schlüssel, der wird einfach reingesteckt und die Zündkerze wird rausgedreht. Geguckt, ob die feucht ist, ob sie trocken ist. Im Normalfall wird sie dann wahrscheinlich feucht sein. Wirklich rauslassen, mit Druckluft ausblasen, 2-mal hier bewegen, den Feuchte, das wirklich, ich habe so gehabt, dass ich wirklich den auskippen konnte. Da ist dann wirklich so ein Eierbecher voll Benzin rausgelaufen, aus dem Zylinderraum. Das bedeutet, da kann natürlich nichts mehr starten. Wie gesagt, trocknen lassen, Zündkerze rein, Zündkerzenstecker wieder drauf. Und dann sollte das Ding auch, so wie wir es erwähnt haben, starten. Das vielleicht nur wirklich zur Fehlersuche oder wenn es wirklich mal Probleme gibt. Wie gesagt, im Normalfall ist er abgesoffen, wenn er nicht startet. Deswegen, wie gesagt, kurz gepumpt, 3-mal gepumpt, hier auf Schock gemacht. Und jetzt stelle ich ihn mal runter. Mal sehen, ob man das auch noch sieht hier. Und jetzt wird einfach wirklich gezogen. Am besten, wenn er so kurz gekommen ist, also wenn er wirklich ganz kurz schon starten wollte, den Schock also zumachen wieder, also aufmachen, dass Luft bekommt und dann wird einfach ein zweites Mal gestartet. Und wenn man jetzt kommt, so und schon läuft er. Der läuft eigentlich relativ gleichmäßig. Ich sag nachher noch mal was zum Sprit, aber was hier eigentlich interessant ist, wie kann ich ihn denn nutzen? Und das ist so, dass ich natürlich jetzt hier, ich habe hier mal einfach, das ist hier unser Winkelschleifer WS1, der hat 850 Watt, eigentlich hart an der Grenze. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Es funktioniert.
zum Ausmachen, dann einfach wieder auf Null drücken und dann funktioniert es. Wenn er einem zu laut ist, wirklich, dann muss man den ein bisschen weiter wegstellen. Also ich glaube, er ist angegeben, 7 Meter Entfernung, ungefähr 69 Dezibel. Das ist dann noch akzeptabel und es ist kein Flüstergenerator, das muss man einfach sagen. Aber es kommt einfach oder es gibt Phasen, wo man Strom braucht und dann ist die Geräuschpegel nicht so ganz wichtig und interessant. Wenn ich natürlich den mir neben dem Fernseher stelle, da wird das sicherlich stören, das ist ganz klar. Aber es gibt, wie gesagt, Gegenden, wo es überhaupt nicht stört und man hat immer seinen Strom dabei. Und wie gesagt, 850 Winkelschleife, das ist schon enorm, wenn er das mit wirklich, also wenn das betreiben kann. Wir dürfen ja wirklich nicht vergessen, wir haben ja wirklich einen sehr, sehr leichten, handlichen Kompressor. Ich denke, der wiegt, ich weiß gar nicht, was drauf steht, der wiegt vielleicht so um die 10 Kilo. Müssen wir mal gucken, schreiben wir vielleicht nochmal. 8 Kilo wiegt er, also ein 8 Kilo Generator. Dafür ist das schon eine richtig gute Leistung, was der hier bringt. Ein Hinweis noch zum Motor. Es ist natürlich ein Zweitaktmotor, hatte ich anfangs schon erwähnt. Das bedeutet, hier wird nirgendwo irgendwelches Öl reingefüllt, sondern hier wird, der wird betrieben mit einem Zweitaktgemisch. So wie wir es früher vom Moped kannten. Zweitakt 1:50 gemischt reicht, ist völlig okay. Steht hier drauf, 1:50, jawohl, das haben wir auch immer hier mit draufstehen als Aufkleber oder als Anhänger. Wir selber empfehlen natürlich, es gibt so ein Fertiggemisch, ob das Storz ist, ob das Aspen ist, ob das Benzin von Still ist. Alles möglich. Wichtig ist, dass es das Gemisch ist. Also mit dem, wo man Kettensägen normalerweise betreibt, das sollte man dort reinkippen. Der Vorteil von diesem Benzin, von diesem synthetischen Benzin ist, dass natürlich der Vergaser eigentlich ewig sauber bleibt. Das können Sie reinfüllen und nach zwei Jahren, können Sie rangehen und den starten und der startet sofort. Wenn man das mit dem heutigen Benzin machen würde, mit dem angemischten Benzin, was man sich selber angemischt hat, dann kann ich garantieren, nach 2 Jahren startet dieses Gerät nicht mehr, wenn man den nicht benutzt hat in der ganzen Zeit, sondern kann man erstmal den Vergaser auseinanderbauen, kann den reinigen und versuchen, den wieder in Gang zu bekommen. Weil einfach das Benzin mittlerweile so miserabel von der Qualität geworden ist, dass man es einfach nicht mehr länger als 3 Monate in so einem Tank lassen darf. Das ist einfach, das sagen die Hersteller von allen diesen Geräten, von allen Motoren, die mit Zweitaktbenzin arbeiten. Entweder man nimmt wirklich so einen Sonderkraftstoff, der Sinn macht, der ist bis zu 5 Jahre, kann man den wirklich lagern, ohne dass man da Probleme hat. Wir selber nutzen den nur in unseren Vorführmaschinen, damit wir, wenn wir nach einem Jahr dies irgendwann mal wieder zeigen müssen, dass auch wirklich anspringt. Nichts ist peinlicher beim Kunden, wenn man dann zeigt und es springt nicht an. Deswegen hier wirklich, tut euch und tut der Maschine, dem Generator was Gutes. Wir liefern immer eine Flasche, 1 Liter hier schon mit dabei, ist immer mit dabei bei unserem Lieferumfang, damit man eben gleich das richtige Benzin hat. Aber wie gesagt, wenn ihr nachkauft, macht das. Wenn man natürlich jetzt die ganze Zeit damit arbeitet, dann kann man auch normales Benzin nehmen. Aber wie gesagt, lasst das alte Benzin nicht im Tank drin. Das ist tödlich für so einen Motor. So, das war's. Ich bedanke mich. Ich denke, ein wirklich, gerade in der heutigen Zeit, ein interessantes Gerät, was man sich ohne weiteres auch mal so als kleinen Notbehelf mal hinstellen kann. Denn Preis-Leistung ist hier wirklich einmalig. Wir haben für knapp 200 Euro haben wir hier wirklich ein Gerät, was gut funktioniert, was erprobt ist, was einen sehr, sehr guten Strom, sehr gleichmäßigen Strom erzeugt. Also wie gesagt, bis hin zu Technik, die Elektronik, die wirklich viel Geld kostet und wenn sie kaputt geht, dann auch wehtut, kann man alles damit betreiben. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.